Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge mit G. Heute spielen wir Vernons Legacy. Und somit beginnen wir nun unser Abenteuer. How long has it been? It was the time before the war. It was a time of innocence. Before the cloud of death spread over Europe. At the time, I could not imagine that I would never see Uncle Vernon again. 56 years old, to die so suddenly, I am at a loss. And the house, it is not the same. The walls appear darker and cracked. The garden is neglected, quite different now from how I knew it. Everything is different, so very different. Und hier sind wir nun in dem Anwesen von unserem Onkel Vernon. So. Es werden anscheinend viele dieser Notizen kommen, deswegen werde ich die nur kurz auflassen und dann könnt ihr euch die durchlesen, weil ich habe da das jetzt komplett alles zu lesen. Wie ihr seht, werden das hier schon ein paar werden. Wenn euch das interessiert, lest diese. Ansonsten werde ich diese skippen. Finde die Küche. Okay. Also, hier scheint noch ein Weg zu sein. Eine Sicherung fehlt. Das ist natürlich schlecht. Diese Tür ist zu. Diese Tür ist auch zu. Was ist das? Ah, was ist da drin? Ist da was drin? Nee. Okay, das ist so wie Amnesia anscheinend. Ah. Die Frage ist jetzt natürlich, kann ich. Ah, da ist ein Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher. Der Gegenstand wurde ins Inventar aufgenommen. Okay. Also mit I kann man das Inventar öffnen. Und jetzt schaue ich mal, ob ich hier noch irgendwas benutzen kann, aber anscheinend nicht. Deswegen laufen wir da einfach mal zurück. Im Schloss steckt ein abgebrochener Schlüssel. Da können wir vielleicht. Ja. Sehr gut. Haben wir den? Ne, den haben wir dann nicht mehr. Wenn wir also die Gegenstände aufgebraucht haben, verschwinden die sozusagen in unserem Inventar. Okay, so. Jetzt die Frage, war hier ein Code? Nein, hier war keiner. Gibt es hier eventuell. Ah, okay, man kann so also den Code machen. Ah, hier ist noch ein Zettel. Ich weiß, ich muss jetzt echt gucken, ob jetzt hier irgendwo ein Code existiert, damit ich dieses Kästchen aufmachen kann. Aber das werde ich wahrscheinlich. Ah, okay. Hier ist die Küche. Gut, die sollten wir jetzt suchen. Und da haben wir sie gefunden. Also grafisch sieht es auch sehr ansprechend aus, muss ich schon sagen. Was war das jetzt? War ich das jetzt? Ich weiß es nicht. Ah, das ist noch ein Zettel. Oh je. Da liest man sich ja auch dumm und dämlich. Ist noch ein Zettel. Ah, da ist ein Schlüssel.
Aber natürlich schauen wir erstmal hier nach, ob hier noch irgendwelche Utensilien drin sind, die wir nutzen können. Sieht nicht so aus, es sind einfach dann anscheinend so... Ah, man kann das sogar auch machen. Was ist das? Ah, ne, das kann man nicht nehmen. Es sah so aus, als hätte man damit auch interagieren können. Sonst noch irgendwo etwas? Hier, diese Schublade. Oder diese Schublade. Nein, die kann man nicht öffnen. Das kann man auch nicht öffnen. Hier kann man... Ah, was war das? Nee, die Tür kann man nicht öffnen. Sonst... Gut. Gehe ich nochmal zurück. Und schaue, ob ich vielleicht hier irgendwo eine Tür noch öffnen kann. Ich weiß ja nicht, wie ich meine Ziele sehen kann. Okay, ist ganz schön dunkel. Boah, das ist mir jetzt gerade zu unheimlich. Okay, ich habe jetzt einen Schlüssel. Eine Sicherung fehlt. Ja, das ist mir bewusst, aber ich brauche ja jetzt erstmal... Ach so, ja, ich muss ja immer erst den Schlüssel benutzen. Okay, damit funktioniert das nicht. Hier auch nicht. Welche Tür war zu? Da hinten war es nicht. Die hier vielleicht? Ah ja, bei der Tür passt's. Und noch eine Notiz. Mal sehen, was ich jetzt hier so Interessantes drin finden kann. Oh, hallo. Das sind ja sehr alte Bilder. Das ist noch eine Notiz. Ich suche halt immer irgendwie einen Code, aber... Sieht... nach nichts aus. Okay. Dann werde ich mal nach oben laufen. Falls ich jetzt nicht irgendetwas übersehen haben sollte, was ich nicht glaube. Zu dunkel. Ah, okay. Also kann ich dann nicht hinlaufen. Alles klar. Ah, kann man das öffnen? Ja, das kann man öffnen. So, die Frage ist jetzt natürlich, ich habe diese Tür geöffnet hier, die hier. Ah, hier ist noch was. Sein Brauer, wie du weißt, bla bla, es handelt sich um einen großen Keller, es ist halt immer der andere zu machen. Wenn ich vielleicht können wir abhalten, so ein letztes Mal, ja, besprechen oder was. Das muss ich nochmal gucken hier. Hat das Haus war ein Jahr nicht weiß, auch alles mich als zu gefesselt. Dann das. Das erzählt wohl die Geschichte, wie der Onkel ein bisschen irre geworden ist. Also irgendwie... sehe ich da nicht, dass ich da einen Code benutzen kann. Das ist jetzt die Frage. Hier war ich ja drin. Das war die Küche. Ob es hier irgendwo auch ein Code angeschrieben ist. Oh, okay. 3. 3. November. Okay.
Dann müsste das eventuell 3.11 sein, oder? Ha! Das waren jetzt detektivische Meisterleistungen. So, die Sicherung, wo war die hier genau? So, drücken wir I und werden diese Sicherung jetzt hier einfügen. Und jetzt haben wir Licht. Sehr gut. Betreten wir erstmal den ersten Raum hier. Kann man das... Ah, das ist wieder ein Brief. Also ich muss echt sagen, das sind ziemlich viele Briefe hier. Wahrscheinlich geht es mehr hier auf die Story. Aber wie gesagt, lest es euch durch. Es erzählt wahrscheinlich nur die Geschichte, wie der Onkel... Was war das jetzt? Wie der Onkel hier gestorben ist, beziehungsweise was mit dem geschehen ist, beziehungsweise was mit den Leuten hier passiert ist. Okay, was ist das? Stuttgart. Tresorfabrik Stuttgart. Bernhof und Söhne. Ah, deutsche Marke. Markenqualität. Hallo, ist denn niemand hier im Haus? Das kann ja nicht sein. Doch, ein Schlüssel, den ich jetzt gerne aufnehmen würde. Und natürlich wieder was zu lesen. Ich lasse es kurz auf und mach's jetzt weg. Schauen wir mal weiter nach. Okay, die scheint auch ohne Schlüssel aufzugehen. Aber ich muss sagen, so von dem Detailreichtum hier ist es schon nicht schlecht gemacht. Was ist das? Kann man den nehmen? Ne, den kann man nicht nehmen. Scheint hier irgendwo noch was? Kann ich da noch irgendetwas aufnehmen? Ich weiß es nicht. Sieht wohl nicht so aus. Ich gucke mal ganz genau nach, weil manchmal ist es auch so ein bisschen versteckt. Da wird wahrscheinlich der Schlüssel passen. Jawohl. Ich hatte zwar erst die Vermutung, dass es für den Tresor ist, aber das wäre dann zu leicht gewesen. Okay, hier kann ich... Was ist das? Was zum Teufel ist das? Eine Flasche mit einer seltsamen Flüssigkeit. Alles klar. Das heißt, wir haben jetzt eine Flasche mit einer seltsamen Flüssigkeit. Okay. Kann ich die vielleicht hier verwenden? Nein, kann ich nicht. Okay. Hätte ja sein können. Boah, ich finde so Anwesen sowieso generell so richtig creepy, ey. Wer lebt als einzelne Person in so riesen Gemäuer? Oh, na super. Oh, geil. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Was habe ich jetzt aufgenommen überhaupt? Eine Brechstange. Eine Brechstange habe ich aufgenommen, alles klar. Sonst noch irgendetwas? Nö. Lassen wir mal diesen Raum wieder. Der ist mir ein bisschen zu unheimlich. Hier haben wir wieder was zu lesen. Gönnt euch. Schließen wir hier das ab und schauen wir weiter. Schließen wir hier, ist da was drin? Nein. Oh, Gott sei Dank, deswegen ist mal Licht drin. Jetzt verenden schon die Tiere. Was ist das? Eine Karte? Kann ich hier vielleicht mit dieser Flüssigkeit? Ah! Was genau wird jetzt passieren? Das ist jetzt die Frage. Mhm.
Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Weiß jetzt nicht genau, was das jetzt brachte. Das ist einfach nur dunkler geworden, oder? Oder hier dieses ESWN, also Nord, Süd, West, oder? East, South, West, North. Okay, hier sehe ich jetzt gar nichts. Was bringt mir das jetzt? Ich habe jetzt eine Brechstange. So, hier drin scheint wohl nichts zu sein. Ich gehe mal zurück. Frage ist jetzt einfach, könnte ich das? Nein, kann ich nicht. Okay, die Brechstange. Mit was könnte ich? Also ich könnte damit jetzt die Türe öffnen. Oder? Das ist jetzt die Frage. Habe ich irgendetwas übersehen? Wow, ich kann sogar springen, hey. So, dann mache ich erstmal einen Cut und bedanke mich schon mal für diese Folge und ich hoffe, wir sehen uns zum Part 2.